Guten Morgen, ich drehe heute ein neues Video und zwar ziehe ich um nach Berlin und zwar fliegt heute mein ganzer Kram in den Sprinter gleich und macht sich auf den Weg nach Berlin. Wir haben jetzt alles hier zusammengepackt. Das ist mein Zimmer, das jetzt ganz leer ist, außer Bett und Koffer. Wenn ich nur mein Laptop habe, bringe ich dann selbst mit dem Koffer nach Berlin. Ja, und ansonsten ist alles verpackt. Also ich mache mal eine kurze Tour hier durch die Wohnung. Da ist jetzt da sind diese ganzen Kästen und hinter mir ist der Kühlschrank, der auch mit muss. Und mein Küchenschrank hier. Ansonsten nehme ich auch gar nichts mit aus der Küche. Außer noch meinen schönen Tisch hier, auf dem ich immer meine Fotos mache. Ja, und das ist jetzt mein ganzer Küchenkram, der zusammengepackt ist. Und Fotoequipment und alles Mögliche ist ziemlich viel geworden. Aber es sind auch keine so großen Kisten. Ja, das ist mein Schlafzimmer. Den Schrank lasse ich hier. Also ich nehme das Bett mit und meine Schminkkommode und das alles. Das ist auch schon alles leer. Und ja, hier ist dann der ganze Kram noch. Die ganzen Kisten und mein kleiner Flohmarkttisch hier. Und hier ist dann das Riesensammelsurium. Dann sind noch meine Kleiderstangen. Dafür kommen halt so Kleiderboxen. Ja. Und gleich kommt das Umzugsunternehmen und packt das dann alles ein. Also wir machen es nicht selbst, wir haben ein Umzugsunternehmen genommen und die fahren das dann heute hoch, übernachten dann auf dem Speditionsparkplatz und packen es dann morgen früh bei mir aus. Ich habe hier voll den fetten blauen Fleck, keine Ahnung, wo der herkommt, wahrscheinlich irgendwie beim Packen passiert. Ja, und ja, da steht noch mein Fernseher, der nie benutzt wird, der kommt auch mit. Und ich bin mal gespannt, ja, wie das alles funktioniert. Ja. Dann geht's gleich los mit dem Einpacken. Fast alles eingepackt. Ja, ist ein kleines Auto, aber es wird alles gerade so reinpassen. Hier gibt es noch eine Kleiderbox für die ganzen Sachen, die noch hier hängen. Fernseher nicht umschmeiße, wäre cool. So. Ah, und hier ist dann so eine Stange drin. Und da kann dann alles rein. Mach mal. Das sind jetzt die Sommersachen, die sind nicht so schwer. Eben haben wir schon die ganzen Wintersachen hier reingepackt. Damenfrühbekleidung. Ja, also das passt sogar. Ich habe auch Damenfrühjahrsbekleidung drin. Also die Aufschrift passt. Die Wohnung ist leer, ich packe jetzt meinen Koffer fertig und dann geht's ab in den Zug nach Berlin. Ja, und die schöne Couch, die bleibt hier und für die suche ich einen neuen Abnehmer, weil die ist einfach viel zu groß, die kann leider nicht mit. Aber trotzdem war ein bisschen wenig Platz im Auto und wenn wir jetzt nach Berlin fahren wollen, eigentlich mit dem Zug fahren, fahren wir jetzt doch auch mit dem Auto hoch und packen jetzt noch das Auto voll. Also das ist quasi Umzug Teil 2. Endlich an der Raststätte. Juhu! Wir sind jetzt endlich in Eisenach. Da macht man irgendwie immer Rast auf dem Weg nach Berlin. Und ich brauche ganz dringend eine Pause. Und wir sind eigentlich, hätte ich schon ja, vor einer Stunde mal an den Rastplatz gemusst. Aber jetzt sind wir endlich in Eisenach. Und außer eine IKEA-Kleiderstange, die vermisst wird, ist auch alles hier heil angekommen. Gut, es sind ein paar Macken passiert, aber das bleibt wohl nicht aus. Und ja, jetzt ist Mittagszeit. Ich habe schon geduscht, mich ein bisschen frisch gemacht und ja, habe schon hier schon ein bisschen was rumgesucht. Jetzt ist immer diese große Sucherei, wenn man sich einen Tee machen will. Aber mit viel Mühe und Not habe ich Teepackungen und so schon gefunden. Also das hier ist wird die Küche. Momentan besteht die Küche aus einem Wasserkocher und einer Mikrowelle. Hier ist nämlich noch gar nichts drin. Es ist ein Gasanschluss hier. Also werde ich mich jetzt auf die Suche machen nach einem geeigneten Gasherd. Ja, und das hier ist der Balkon von der neuen Wohnung. Der ist voll groß, voll schön.
Und ja, man wird, ich brauche noch irgendwas, eben damit man da oben irgendwas dran machen kann, damit ich nicht so beobachtet werde dann immer abends von da gegenüber. Ja, und hier ist der Fernseher. Ich habe jetzt aber noch gar keinen Fernseher und werde mir auch wahrscheinlich keins holen. Und ja, hier ist jetzt noch alles in Kisten. Da steht schon meine schöne West Wing Stehlampe, die liebe ich ja. Hier sitzt Christine. Und die gehört auch zum Inventar. Ja, und das ist der Flur. Ja, der Spiegel, der ist jetzt natürlich noch ein bisschen niedrig. Da brauche ich auch irgendwas. Muss ich ihn aufhängen oder mal gucken. Hier gibt es einen Abstellraum, was super praktisch ist. Und das hier wird dann das Schlafzimmer. Mein Bett ist schon da, meine Kleiderstangen sind schon da. Und meine Schminkkommode steht auch schon hier. Und meine Kakteen, ganz, ganz wichtig. Ja. Also, das war jetzt die erste kleine Roomtour. Und das hier hinten ist übrigens die Kleiderstange, wo die Stange verschwunden ist und keiner weiß, wo sie ist. Und ja, also alles andere kommt noch. Waschmaschine kommt noch, Kühlschrank kommt noch, Küche irgendwann auch vielleicht. Naja, bestimmt. Und ja, ich zeige dann mal demnächst noch, wie es weitergeht.